Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG. Wir befinden uns in der Schwertwelt, in Schmiedrichs Reich, wie es scheint. Und ja, wir gehen weiter. Was? 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 Was geschieht? Ach so, ja, ich habe schon gesehen, habe mich schon gewundert, was das mit der Mutter auf sich hat. Was hat das mit der Mutter auf sich? Ich weiß, dass wir immer speichern dürfen. Und es läuft jetzt darauf hinaus, dass das Finale ist, ne? Das finale Gebiet ist das. Man weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel auch geht. Und dann darf man das jedes Mal wieder vorne machen, ne? Habe ich mal gesagt, dass das Jump Run. Was bist du denn? Amöbi! Das ist ja niedlich. 17 V, what? Für so ein kleines Vieh? Na? Für so. Also, ich sag mal so, für. Verhältnisse ist das halt schon eine Menge Erfahrung, ne? Ich meine, ich nehme die mit. Das ist ja geschenkt. Im letzten Part haben wir Geld geschenkt bekommen. Könnten eigentlich immer noch zurück und uns unendlich Geld holen. Ich hoffe, die können nichts. Oh shit. Anfällig, was? Ne, heil dich mal. Fast besiegt. Kann man halt nicht abwehren, ne? Ja, Psychoplasma macht dann bald noch mehr. Ich muss mich immer daran gewöhnen, dass er immer noch. Immer noch am längsten braucht, bis er angreift. Wegen dem Timing. Ne? Ihr seht das ja nicht als im Let's Play, seht ihr jetzt ja nicht, was er mit Timing auf sich hat. Aber man muss halt ab und zu, man muss halt drücken, damit die Attacke stärker ist. Während man schlägt oder so. Während des Ausrufezeichens. Und je weiter man im Spiel ist, desto öfter man die Attacke eingesetzt hat, desto weniger wird das Ausrufezeichen angezeigt. So dass man irgendwann aus FF weiß, wie genau. Also ich weiß nicht, wohin ich gehe. Da. Ein Pilz. Okay. Weiter geht's. Was? Ultrahammer? Wie? Ultrahammer? Der ultimative Hammer, 185. Ja, nice. Mit Hammer bekomme ich gut zurecht. Ich mag das Thema hier mit den Muddern und den Schrauben. Ich mag es halt nur nicht, dass es halt wieder so ein Jump-and-Run-Müll ist. Ich dachte, ich springe hoch, nein. Oh nein, es ist schon spät. Alarm! Es ist Mario. Mario Alarm, Mario Alarm. Wer sich hier einschleicht, den klingeln wir den Marsch. Weg, lass nach. Joa.
So, Mario, zeig mal, was der Hammer kann. Oh, was? Dreimal? Dunkler Stern! 1 Uhr, Zeit für ein frostiges Intermezzo. Eisbrocken. Du heilst sie mal bitte. Alter. 5 Uhr, Zeit die Aurora zu bestaunen. Jo, ist doch gut jetzt. Nein. Oh, bitte Mario, wach auf, damit die Prinzessin Peach heilen kann. Die darf nicht wegsterben. Pech Roulette. Wirklich? Alter, was zur Hölle? Ich muss mich heilen. Komm, Lita. Das schaffe ich nicht. Oh, diese Klingelinge-Ding. Muss halt angreifen. Muss halt alles geben. Pechroulette. Alter, was ist denn das für eine Müllscheiße? Ja. Nicht abwendbar. Hab ich am liebsten. Hab ich, das habe ich ja. Oh mein Gott. Alter. Aber die strahlende Sonne, Gleißen, die Abwehrbar. Ja, geil. Was ist das für ein Mist immer? Alle drei tot, nicht abwehrbar.
Wow. Einer weniger. Bowser, bitteschön. Immerhin nerven uns diese Viecher nicht mehr. Die Glocken da oben. Boah, was ein Kampf! Alter! Was waren mit Glocken da oben? Peach Level 21, ja. So. Die Aufstellung wieder. Das muss ich einmal kurz abspeichern. Das fand ich jetzt übel. Wirklich. Den Kampf fand ich übel. Der toll. Nein, nicht mehr. Komm ich dann wieder hoch? Achso. Mutschub. Ah, schön. Ja. Gut, die sind alle nicht sonderlich stark. Also keine harten Gegner, meine ich damit. Außer Mario, warum auch immer. Aber gute Erfahrung bringt man. Und nochmal... Ich will eigentlich nicht ganz dagegen... Vier hier kämpfen. Peach regelt hier einfach. So. Die müssen mitgenommen werden. Amöben, 17 Erfahrungspunkte, geschenkt. Die klatscht Peach sogar einfach weg. Was? Die kenne ich noch gar nicht. So sieht es aus, als wärst du aus irgendeinem Disney-Film. Alter, hier steigt man gut Level. Ich denke mal, man soll hier wirklich auch Level steigen. Glaube ich zumindest. Na! Was seid ihr für welche? Robux. Pete haut einfach jeden weg.
Gruseltänzchen. Nein, einfach. Einfach verhandelt. Mach einen Sprung. Mir egal. Du wolltest nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Da. Ah. Alter Peach, die haut rein. Mario ist richtig schwach eigentlich, ne? Na! Bist du der Feiner? Konstrukt! Oh, der erste Boss quasi. Eine Replik des ersten Bosses. Oder des ersten richtiges Schwert. Nee, Klingklonk oder so hieß der, ne? Ja nun. Massenfabrik hier, oder wie? Fehlt die Erfahrungspunkte? Ja, lässt sich sehen. Aber ich muss davon jetzt nicht gegen 20 Stück hintereinander kämpfen, oder? Alle Bohus. Ich bin immer noch ganz erstaunt, wie einerseits wie schnell das Spiel zu spielen ist und aber auch gleichzeitig so eine Art ein bisschen fordernd ist teilweise. Man muss halt schon ein bisschen überlegen, aber trotzdem ist es beides und dann ist es halt auch sehr ja, wie soll ich beschreiben? Sehr. Sehr gut spielbar, um es mal irgendwie. In irgendeiner Form zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie. Es ist sehr arcadig. Das fiel mir gerade alles auf. Es ist eher wie so ein. JRPG. Was man. Alle paar Jahre mal eben schnell durchzocken kann. Und so fühlt es sich halt auch an. So vom Kampfsystem. Man muss halt nicht viel, weil man kann überlegen, man muss nicht viel überlegen. Royal Sirup. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Oh, komm. Und ich wollte gerade sagen, kommen immer dieselben Gegner? Kann mal jemand jetzt treffen? Was ist denn los? Einmal treffen, einmal nicht, einmal daneben treffen ist okay, kann ich verstehen. Aber nicht dreimal hintereinander. Ich meine, hey. Ha ha ha.
Das war gut. Und ich weiß, wir sind schon mal über 20 Minuten. Oh! Kennt ihr den noch? Das war der Verrückte mit den Pfeilen. Werf ich halt Bomben. Mann. Ich hasse es, Blütenpunkte zu verbrauchen. Nee, nein, lass mich. Oh, oh. So, den Gang machen wir noch. Ja, ist so gut jetzt. Ich finde es so manchmal, wenn die halt so lange brauchen, unvorhersehbar. Level up! Vor allem muss man hier sich. Alter, das kannst halt. Kaum abwehren. Und wieso dürft ihr mehrmals angreifen? Betrug. Oh, ich hasse das. Man kann das halt echt kaum einschätzen. Schwingen alle unterschiedlich. Mal stürmen sie zu, mal schwingen sie ihre Äxte 50 Mal, bevor sie zuschlagen. Ah. Komm her. Ja, und mal powern sie sich gleich direkt hoch. Oder stechen. Der will sich ganz schön aufpowern. Kann das sein? Royal Sirup. So, zwei Stück noch. Greif halt 50 Mal an, du metallene Blechbirne. Das ist doch nicht wahr hier. Ja, komm, mach. Ich hoffe, ich werde noch vor dem Bosskampf oder so aufgeladen.
Ich meine, die sind ja nicht stark. Ja, mach du mal. Kriegst dann geknallt und dann war's das. So. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Ihr wisst Bescheid. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.